Servus, Grüezi und Hallo zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich zeige euch in diesem Video alle meine Verkäufe seit gestern, wie ich meine Münzen vermehrt habe, welche Karten du jetzt nachkaufen solltest, welche nicht. Ja, mein Kanal dient dazu, dir FIFA-Trading so einfach wie möglich darzustellen und damit du einfach jede Karte spielen kannst und jedes Team spielen kannst, auf das du Bock hast. Wir haben jetzt 14 Tage in Folge die 100 Likes geschafft. Wenn wir es heute wieder schaffen, Freunde, wäre ich euch mega verbunden und einen Kommentar würde ich mir noch wünschen, weil es mir heute wirklich nicht so gut geht und das ist ja immer gut für die Genesung, habe ich gehört. Spaß, gehen wir direkt rein. Petri ist schön raus für 152k. Wer in den Streams dabei war, hat gesehen, dass ich den für so 113, 114 Coins, 1000 Coins gekauft habe. Habe ich jetzt nicht mehr nachgekauft, meine komplette Liste. Und da geht ein großes Dankeschön raus an den Schweini. Danke, mein Lieber, an den Manuel. Er hat meine Liste komplett erfasst. Ich weiß jetzt, wie teuer sie ist, sage ich euch gegen Ende des Videos. Petri, wie gesagt, nicht mehr nachgekauft. Ich will die Liste ein bisschen vergünstigen. Sagen wir das? Nee, billiger machen, so rum, billiger machen. Um einfach für die nächsten Wochen, weil der Markt steht schon sehr hoch und dann werde ich so Karten über 100k jetzt nicht mehr nachkaufen. Badland, schöner Zahlendreher, da habe ich mich nicht lumpen lassen. Ich beachte beim Einkaufen natürlich wie immer Chemistry Style und Position Change, aber das werdet ihr gleich sehen, wenn ich euch die Karten zeige, die ich nachgekauft habe. Bleibt aber gerne noch dran, weil ich jede Karte einzeln durchspreche, welche ich nie mehr nachgekauft habe etc. könnte für euch interessant sein. Maftidi zum zweiten Mal, einmal am Mittwoch für 102.000 raus, jetzt heute wieder für 102.000 raus von gestern auf heute. Sehr schön. Süle wurde mir gestern im Stream empfohlen. Danke dafür, habe ich mit draufgenommen als rechter Verteidiger mit einem Shadow. Ja, gleich raus als Zahlendreher. Odegaard, ja, schönen 53k. Kudos, schmeckt natürlich. Ne? Jungs, ich predige es immer wieder. Und viele von euch machen es schon sehr erfolgreich. Das freut mich sehr. Aktuelle Karten. Kaching, kaching, kaching. Kudos, ich werde gleich noch weitere Beispiele sehen. Kudos kann man schön in Zahlendreher bauen. Zahlendreher, wisst ihr, Tutorial Preisgestaltung ist hier auf meinem Kanal übrigens auch. Einfach rein auf meinen Kanal, auf die Suche gehen, Preisgestaltung eingeben oder Preis eingeben, dann findet ihr es gleich. Spence, 43 raus. Ist jetzt kein Zahlendreher, weil der ist wegen der Wandersen SPC. Freunde, schauen wir uns auch gleich noch an, welchen ihr da nehmen solltet. Ich habe es auf jeden Fall abgeschlossen, weil es für mich cool war. Ich bin ja gerade anders sein, ich habe ja investiert in Informs und da ist für mich natürlich cool, wenn ich so ein Playerpick mitnehmen kann, da kann ich die Karte gleich spielen. Spence, 43 raus. Perisic, wieder ein Zahlendreher, 53, super. Solskjaer Zahlendreher, 32 raus. Pellegrini genauso. Sissoko, Minusgeschäft. Ja, auch das gibt's. Auch wir Fauler machen mal Minus. Ich find's gut. Ja, ich find's gut, wenn wir auch mal Minus machen, weil das gehört einfach zum Trading dazu. Jeder Trader, der erzählt, hat noch nie Minus gemacht, noch nie. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Jeder Trader hat schon mal in den sauren Apfel gebissen. Diese Erfahrungen sind auch wichtig für euch Anfänger oder für euch Fortgeschrittene, dass man einfach dann diese Coins, die man, wir machen ja immer viel, viel mehr Coins, als wir verlieren, dass man die noch mehr zu schätzen weiß und das erdet uns auch ein bisschen. Sissoko, kann ich vielleicht, ob ich was dafür kann oder nicht, weiß es nicht, habe ich für 60k geholt, ist dann komplett eingebrochen wegen Fofana SPC. Das kann immer mal wieder passieren, dass eine geile SPC kommt. Genauso wie es gestern mit dem Spence passiert ist. Aber ich freue mich. Ich habe den verkauft und heute nachgekauft für 37k. Mit Shadow. Das Geld holt ihr Sissoko wieder rein. Verspreche ich euch. Den werde ich so lange melden, bis ich dieses Minus von dem wieder drin habe. Und so machen wir es immer. Und deswegen schadet es auch mal nicht, wenn meine Karte mal abverkauft. Spence, Zahlendreher. Dann nochmal ein Spence. Frische Karte. Frank Garcia, frische Karte. Die werfen sie euch jetzt nach. Die kosten nahezu gar nichts mehr. Milner, linker Verteidiger mit einem Shadow. Doan sogar. Geht raus für 32. Der kostet 22k. Die Karte ist eher spielbar, also seine bessere Version. Und trotzdem zahlt jemand 32k dafür. 18,57 March, 17,57 habe ich für 10.000 im Stream gesehen gekauft. Dann die 84er, Freunde. Wenig Budget. Ihr wisst es, wir haben eine 100k-Liste hier, eine 250k-Liste. Das ist alles perfekt durchdacht, gemeinsam mit dem Jules. Ihr könnt hier einfach nur die Videos anschauen und ihr macht Coins. Ihr seht, die Karten hier habe ich trotzdem. Trotzdem, dass meine Liste sehr, sehr teuer ist, habe ich solche Karten weiterhin mit drauf. Rashford, schöne Preisgestaltung. Weil es einfach viele Münzen bringt. Und ich werde mir den Mund weiterhin fusselig reden. Und ich bin auch mega gespannt, welcher Content morgen kommt. Wird es ein Hero Pack? Oder heute Abend vielleicht schon? Oder ein Icon Pick? Hero Pick, Icon Pick, Icon Hero, whatever. Ich habe jetzt keine Leaks mehr. Ich lag gestern den ganzen Tag flach. Ich weiß nicht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr Leaks habt. Für mich ist es wichtig. Und das ist das Schöne am IV. Dir kann es scheißegal sein, was für ein Content kommt. IV wird immer gut gehen. Manchmal ein bisschen langsamer und ruhiger, solche Tage gibt es auch, vor allem unter der Woche. Aber am Wochenende läuft IV immer perfekt. Wenn du dir Freitagabend deine Liste baust, Freitag, Samstag, Sonntag, du siehst es ja hier, was immer am Verkäufen rausgeht, was man auch, wie man easy peasy die Karten nachkaufen kann. Und ja,
Das ist das Schöne, bevor wir zu meinem Listenwert kommen, schauen wir uns noch die Karten an, die ich nachgekauft habe. Natürlich sollte man auch berücksichtigen, wenn man die Leaks hat, wann man die UV-Listen baut und welche Karten man jetzt besser nicht nachkauft, ist ganz klar. Am besten, du kombinierst immer überteuert verkaufen mit Invest, hast eine Rating, UV-Liste, also Karten mit Rating, die gleichzeitig spielbar sind und dann hast beides abgedeckt. Dann machst du da ein bisschen Flipping mit drin, kaufst ein, wenn der Markt ein bisschen low ist, wie Freitagabend vielleicht. Und dann verkaufst, wenn der Markt oben ist und dann überlegst du heute genauso wie ich, ob du dich vielleicht von der einen oder anderen Karte trennst, die jetzt krass gestiegen ist. Und es gibt viele Low-Budget-Karten, mit denen du jetzt das super überbrücken kannst. Einziger Fehler, den du nicht machen solltest, jetzt meine Stimme leidet schon wieder im Herz ist, keine Karten auf der Liste haben. Das kostet euch viel, viel mehr Coins, als würde euch so ein Drop kosten. Hier seht ihr die Karten, wie ich sie aufbereite. Das ist immer das Gleiche. Ich habe gestern meine komplette UV-Liste gepostet. Ja. Gerne das gestrige Video nochmal auschecken. Ja. Alles seht ihr hier, wie ich die Karten kaufe, wie ich sie anbiete. So werde ich sie anbieten. Preisgestaltung habt ihr gesehen anhand meiner Verkäufe. Jetzt gehen wir noch schnell rüber. Schweini, danke sage ich nochmal dafür. Er hat meine UV-Liste komplett zu Papier gebracht. Also er hat alle Karten erfasst, für mich den Service gemacht gestern. Ich bin dir dafür sehr dankbar. Dafür wirst du auch VIP auf meinem Channel. Erinnere mich da gerne nochmal dran. Und ich habe alles jetzt hier, die 90 Karten oder 100 Karten, die auf meiner Liste sind, alle erfasst. Wenn ihr die Liste auch mal in Papierform haben möchtet, lasst es mich wissen. Dann poste ich es später noch auf Twitter. Ist das okay? Aber bitte vergesst nicht, hier dieses Video zu liken und einen Kommentar da zu lassen. Schreibt's gerne rein, ich vermisse deinen Sonntagsstream, weil ich hätte heute wirklich, ich sag's euch, so, so gerne gestreamt. Ich hätte so Bock gehabt, aber es macht einfach, ich merke es jetzt schon, ich spreche jetzt das Video 6 Minuten 30 ein und ich merke schon, dass es an die, ja, an die Substanz geht. Aber wie gesagt, Freunde, Münzen sind genug da und wenn es mal nicht so klappt für dich, lass dich davon nicht abbringen, weil ich würde dieses Zeug hier nicht machen, wenn ich nicht fest daran glauben würde, dass du das auch schaffen kannst. Danke für die Aufmerksamkeit. Peace out und schönen Sonntag auf einen Bayern-Sieg oder Wolfsburg-Sieg. Wie geht's aus?